Hallo, liebe Gothic-Community. Ich habe das klassische Gothic 1 auf den letzten Stand der grafischen Möglichkeiten und Balancing zusammengestellt und es Rebalanced und Repolished genannt und werde hier eine Let's Play-Serie veröffentlichen. Die neue Grafik besteht aus dem Gothic 1 Texture Mix by Artstuff für detailreichere Originaltexturen, dem Renderer GD3D11 17.7.Division17 bei Kirides mit dem Gras-Add-on und Ninja mit nützlichen Add-ons. Die neuen Balancing- und Logikänderungen inklusive Cut-Content aus der Mod 08 werden sein. Waffen- und Rüstungswerte sind editiert, Gildenwaffen eingebaut, gecancelte Waffen wieder eingefügt, einige neue Runen, die schwere Garderüstung gibt es im 4. Kapitel bei Scorpio zu kaufen, wenn man vorher Gardist war. Dadurch sollte auch ein gildenloser Abschluss des Spiels problemlos möglich sein, da man nicht auf die Rüstung der Söldner Wassermagier angewiesen ist. Die schwere Novizenrobe kann man schon im 2. Kapitel kaufen, sie war ansonsten recht nutzlos. Nah- und Fernkampfwaffen sind nun Stapel. Der Held bekommt nun nach der Aufnahme im Sumpflager eine Glatze und kurze Hose. Dabei gibt es noch 2 Tattoo-Stufen, das heißt, der Templar hat später mehr Tattoos als der Novize. Im Laufe des Spiels wachsen die Haare dann wieder nach. Die Gangart des Helden passt sich der Gilde an. Zum Beispiel der Magier geht mit verschränkten Armen. Die kleine Quest mit Jesse ist wieder eingefügt. Quest, die Sumpfkrauternte erweitert. Die Mission schlägt fehl, sobald man Cypher das Kraut verkauft. Die Quest des Krautmonopols ist gefixt. Das Stück eines Eisgolems ist auch in eine Quest verpackt. Schutzgeld muss man nicht mehr gezahlt werden, sobald der Held sich einer Gilde angeschlossen hat. Stones Rettung gibt Experience Points. Minecraft Song an Cor Kalom abgegeben gibt auch wieder Experience Points. Und. Den Rest lest ihr dann bitte in diesem Videokommentar. Also, merkt euch vor, macht die Glocke, abonniert es und wir sehen uns. Macht's gut, bis dahin, euer David.